So, jetzt aber. Gut. Okay, cool. Dann haben wir jetzt Konsolensound, wir haben Spielsound, dann passt jetzt alles soweit. Und ich glaube, dass die Merlin uns auch noch joinen wird jetzt dann. Will ich mal kurz was testen, was ganz anderes. Wartet mal schnell. Und? Ah doch, da sind sie! Cool. Das ist jetzt ein neues Feature, das Streamlabs hier anbietet. Die Emoji Wall. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Ist irgendwie lustig, wenn jetzt irgendwelche Emojis im Chat gepostet werden. Ich habe, glaube ich, auch alle Filter ausgeschaltet, wie mir das The Cluedo empfohlen hat. Erscheinen jetzt die Emojis auf dem Bildschirm. Aber ein bisschen groß, ne? Also, komisch. Muss ich mal schnell gucken. Heim ist das Skyline. Guck, da stimmt was nicht. Da muss ich vielleicht noch fein justieren. Naja, aber auf jeden Fall ist das ein nettes, ein witziges Feature, finde ich, genau. Aber eigentlich sollten da ganz viele Landsquids über dem Bildschirm tummeln sich, wenn man das macht. Muss ich, glaube ich, wirklich noch ein bisschen feintunen, das Ganze. Ist auch ein bisschen... Weiß ich nicht. Ist das... Wollen Crusader, Dankeschön! Ich muss, glaube ich, bei mir den Laptop ein bisschen leiser machen, sonst haben wir wahrscheinlich ein Echo. Dankeschön fürs Abonnieren weiterhin. Da sprengt er die Glücksdingis aus dem Glas mit seinem Abo. Nice. Aha, ich verstehe. Na gut, dann machen wir es mal so ein bisschen. Ups. Gott, oh Gott. Bin ich gerade am Feinjustieren. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber ihr seht dann das Ergebnis. Voll Crusader, nochmals danke fürs Wiederauffüllen des Glases. Dankeschön. Voll cool. Sadala. Also, die Controller sind ein bisschen leer. Das könnte zum Problem werden im Laufe des Streams. Aber ansonsten sind wir jetzt, glaube ich, dann bereit und können theoretisch loslegen. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich mal ganz kurz eine Pause machen, gleich mal zum Start. Ich muss nur mal schnell schauen, wie der Stand ist bei Merlin und dann bin ich sofort wieder da. Irgendwie ist das Pausenbild kaputt. Merke ich gerade. Das muss ich kurz reparieren, dann können wir anfangen. Das stimmt ja gar nicht mehr. Da stimmt ja gar nichts mehr. Wann ist denn das passiert und wie? Okay. Pausenbild passt. Die Emojis dürften jetzt passen. Aber Pausenbild sollten wir jetzt wieder ausmachen. So, okay. Merlin ist jetzt da. Hallo. Heute im Off. Und wir spielen jetzt Geheimakte Tunguska. Also sie spielt vor allem. Ich sitze nur da und guck blöd. Das ist zumindest der Plan. Ich muss mal noch den zweiten... Ich bin heute überhaupt nicht vorbereitet, Mensch. Kann ich das nicht auch so aufziehen? Doch, aber warte mal. Ohne Kabel? Nee, ohne Kabel geht nicht. Aha, okay. Na dann.
Na dann. Oh, ich wollte. Nee, ist egal. Passt schon. Okay, super. Heute sitze ich richtig. Ich wollte mein Tablet gerade noch holen. Aber brauche ich ja gar nicht. Ich sitze ja heute direkt vorm Chat. Vielleicht spielen wir doch was anderes. Ihr müsst mir sagen, ob der Stream läuft, ob die Verbindung gut ist, weil wir jetzt hier, ach, es ist mit unserem WLAN ein Chaos, mit unserem Repeater und die Wohnung ist so, wir wohnen in einem bescheuerten Schlauch und der Anschluss fürs Internet ist an einem Ende dieses bescheuerten langen Schlauches. Das ist wirklich doof und mein Büro ist natürlich am entgegengesetzten Ende. Deswegen ja, ist das immer ein Rumgebastel und immer problematisch und sag mir Bescheid, ob alles passt vom Internet her. Die Verbindung ist nämlich jetzt theoretisch stabiler, aber also weiter weg, der Empfang ist nicht mehr so gut. Wenn auch theoretisch zumindest der Sender zumindest stabiler ist. Naja, mal schauen. Und ich hab das Gefühl, ich hab schon wieder eine Mücke gesehen. Schöne Grüße von Akira. Schöne Grüße. Da war ein dickes Hündchen gerade auf dem Bildschirm. Hier? Ja. Ja, das war ein Hund, ein Mops, oder? Wahrscheinlich. Das ist jetzt neu. Cool. Die Mütze ist hinter mir. Ich hab's beim letzten Stream schon gesagt, ich habe irgendwie einfach keinen Bock mehr auf die Hasenmütze. Ich meine, ich habe nichts gegen die Hasenmütze. Oder beim vorletzten Streams war es. Aber irgendwie ist mir die langweilig geworden. Ich will was anderes, was Neues. Ich hätte schon gern so ein Stream-Outfit oder sowas. Aber die Mütze ist es nicht. Die Hasenmütze. Die Hasenmütze mag das gar nicht. Nee. Hasenmütze gefällt das gar nicht. Nee. Wie war das bei den Telltales Adventures immer oben die Einblendung? Hasenmütze hat das nicht gefallen oder so. Hasenmütze wird sich daran erinnern. Ja, genau. Hasenmütze wird sich daran erinnern. So, wollen wir anfangen? Ja, machen wir. Okay. Bohrradanzug, den Badeanzug, warum nicht? Speedos. Voll, willst du nochmal schnell zusammenfassen? Also, was ist denn beim letzten Mal passiert? Wir spielen eine... Was sind wir eigentlich? Eigentlich Motorradmechanikerin, aber ist ja egal. Wir untersuchen trotzdem, weil wir sind gleichzeitig aus irgendeinem Grund eine Superdetektivin. Durchsuchen wir das Verschwinden von unserem Vater, der Dozent war? Archäologe? Was war der eigentlich? Ich glaube, der war Archäologe. Oder? Archäologe, ich glaube auch. Der ist verschwunden. Und Zeugen, bei den Zeugen handelt es sich aber um einen Betrunkenen oder einen Alkoholiker, der betrunken war wahrscheinlich, und ein kleines Kind, also keine Ahnung, wie glaubwürdig die sind. Aber laut Zeugenaussagen waren es große, gesichtslose Gestalten mit knochigen Händen, die den geholt haben. Und wir folgen jetzt der Spur seines Verschwindens und sind durch irgendwelche echt weirden Rätsel in seinem Arbeitsplatz an seiner Universität oder seinem Museum besser gesagt. Irgendwie, wie sind wir denn eigentlich auf die Spur gekommen, dass wir nach Russland müssen? Weil wir so gute Detektive sind. Hi Ramsi, hallo. Genau, auf jeden Fall sind wir jetzt als Militärperson verkleidet in einem russischen Militärzug, wo unser Vater sich angeblich vielleicht auch aufenthalten soll. Wenn, ist das Deutsch? Und die werden wahrscheinlich jetzt nach Tunguska abtransportiert. Ganz viele Wissenschaftler, einige freiwillig, einige, so wie unser Vater, weniger freiwillig. Mhm. Und das untersuchen wir gerade, was da los ist. Ein Mysterium. Ein Mysterium. Oh, oh Gott, Entschuldigung, Gott. Ich habe ihn mit dem Kugelschreiber erschreckt. Oh, der arme Kater. Ja, er ist ein doofer Kater und hat vor allem Angst. Na dann schauen wir mal, kommen wir hier durch die Tür. Oh Gott, wir kommen wirklich durch die Tür. Da haben wir ja schon die ersten Wissenschaftler. Vielleicht kann ich hier ein paar Informationen bekommen. Ich sollte nur nicht zu direkt nach meinem Vater fragen, damit niemand Verdacht schöpft. Das sieht aus wie freiwillige Wissenschaftler, die wahrscheinlich nicht gefangen sind. Na gut, dann mit wem reden wir denn zuerst? Red erst mit dem Pulli-Kerl. Der sieht weniger wichtig aus. Dem Wichtigen heben wir uns für den Schluss auf. Wissenschaftlicher Assistent. Das war bei uns auf der Uni immer ein Schimpfwort. Sag ich doch. Aber eigentlich sieht er ganz nett aus.
Was hat denn sie studiert? Hallo, darf ich mal kurz stören? Psst, nicht so laut. Dr. Lesniak ist bei der Arbeit und hochkonzentriert. Da sollte man ihn lieber nicht stören. Außerdem ist er eh ziemlich mies drauf. Was ist denn passiert, dass der Doktor so schlechte Laune hat? Er steht ziemlich unter Stress. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Versuchsreihe und Professor Sidorkin erwartet schnellstmöglich Ergebnisse. Verstehe. Und dieser Professor Sidorkin wird böse, wenn diese nicht schnell genug vorliegen? Naja, es geht. Aber Dr. Lesniak ist unglaublich ehrgeizig und versucht natürlich so schnell wie möglich fertig zu werden. Und wenn der Doktor im Stress ist und kein Marmeladenbrot bekommt, wird er echt ungemütlich. Marmeladenbrot? Ja, hört sich seltsam an, ich weiß. Aber er braucht das wohl, um Stress abzubauen. Andere hauen wie blöd auf einen Sandsack ein, er futtert Marmeladenbrote. Tja, wir haben alle unsere Mittel und Wege, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Und wenn er Marmeladenbrot kriegt, wird er umgänglicher? Ja, das hilft. Leider ist ihm sein Glas auf dem Bahnsteig runtergefallen. Und hier im Zug gibt's keine Marmelade. Ich hab schon alles durchsucht. Ich gehe dann mal wieder. Wenn ich Marmelade finden sollte, sage ich Bescheid. Das wäre nett. In dem Zustand mit ihm zusammenzuarbeiten, ist wirklich kein Vergnügen. Ich meine, wer wird nicht umgänglicher, wenn er Marmeladenbrote essen kann? Ja, aber es ist schon ein sehr seltsamer Dialog. Sehr spezifisch auch hier. Ja. Und, ja. Na gut, da stehen anscheinend keine wichtigen Informationen drauf. Schauen wir uns den Verbrennungsofen mal an. Keine Ahnung, was man mit dem Ding machen kann. Verbrennen? Vielleicht? Und die Tafel? Da stehen chemische Formeln drauf. Aber selbst wenn ich in der Schule besser aufgepasst hätte, würde ich die wohl nicht verstehen. Was denn nun? In der Schule nicht gut aufgepasst oder zur Uni gegangen? Naja, ich meine, chemische Formeln kann man durchaus... Man kann sehr viel studieren, ohne chemische Formeln zu verstehen. Ja, das stimmt natürlich. Okay. Oh Gott, ich kann sogar wirklich weitergehen. Meine Güte. Na gut, sind wir in dem nächsten. Der Zug ist jetzt das nächste Areal quasi, wahrscheinlich so richtig, ne? Wir gehen jetzt einfach zu der Metalltür und gehen da auch noch durch. Gehst jetzt erstmal... Aha! Hier ist erstmal Ende. Dann gehen wir... Dann gehen wir in... Ah ja, schau mal. Genau, mach das. Mach das. Da sieht verdächtig aus. 100 Watt. Mit der Birne kann man locker der Sonne Konkurrenz machen. Ja. Eine 100-Watt-Birne. 100 Watt geklaut. Ramsi, dankeschön für die Bits, fürs Cheeren. Da ploppen sie rein. Ich meine, ich finde solche, Bilder wie das hier eigentlich ganz cool, weil man weiß ganz genau, so viel gibt es nicht, was man das hier stimmt. Machen kann. Das ist ein Schauen bisschen bizarr, dass jetzt lauter Köpfe im Spendenglas liegen. Aber gut. Oh, eine Gegensprechanlage. Probieren wir es mal. Ja. Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie kurz sprechen? Solange Dr. Lesniak nicht der Durchbruch bei seinen Experimenten gelungen ist, nein. Aber... Von mir aus kann auch der Zug in die Luft fliegen. Ich will nicht gestört werden. Es ist aber wirklich... Nein! 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 Dann halt nicht. Kann man bei der anderen Lampe auch interagieren? Nee, kann man nicht. Ach so. Aber die Tür an sich vielleicht. Die Tür ist verschlossen. Okay. Die ist sogar hochgebogen, der Türgriff. Komisch. Ist das normal? Glaub eigentlich nicht. Also ich kenne sowas nur in Katzenhaushalten. In Ja, das macht Sinn. Ja. Oh, von Crusader. Dankeschön nochmal für die Bits. Bits. Ich hab's gar nicht rein... Ist es da reingeplumpst? Ich hab's gar nicht gesehen. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Das Glas ist leerer, ne? So viel Sachen, die man hier anklicken kann. Na gut, schau, dann mach doch deine Lupenfunktion einfach bei solchen Bildschirmen, oder? Weiß ich nicht. Wenn du magst. Nee, okay. Wenn du dich in Ruhe umschauen willst, mach ruhig, aber... okay, hier unten, da hätte ich nicht hingeschaut. Eine Steckleiste. Damit können wir den Verbrennungs... Wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe, dann kommt da Strom raus. Okay. Aha. Da fasse ich nicht rein. Ist schlecht für meine Frisur. Das ist eine normale Steckleiste. Wie gefährlich denkst du, ist das? Oder ist Weißbrot. Weißbrot? Ja, ohne Marmelade. Weißbrot.
ganz frisch und so weich, dass es schon beim Ansehen fast auseinanderfällt. Mmh. Ja, Ramsi, danke schön. Eine schön Scheibe bunt. Werde ich mir wohl mal nehmen können. Okay, eine Scheibe Weißbrot. Hätten wir wenigstens das schon mal. Mit ihm kann ich... Wissenschaftler, mit ihm kann ich wahrscheinlich noch nicht reden. Der Wissenschaftler sieht extrem mies gelaunt aus. Der braucht erst sein Marmeladenbrot wahrscheinlich. Was wollen die? Ohne meine Marmelade sage ich nichts. Ich wollte nur mal nachsehen, ob hier alles in Ordnung ist. Was? Ja, ja, alles okay. Und nun lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Ja, ganz wie Sie meinen. Flanders. Flanders? Das ist Flanders, ich habe mir nämlich gerade gedacht, die Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe die, hab die deutsche Stimme von Flanders nicht mehr im Ohr, leider, muss ich sagen. Hallo, wollte nur mal nachsehen, ob hier alles in Ordnung ist. Was? Ja, ja, alles okay. Und nun lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Aha, ja doch, ich glaube schon, das stimmt. Es ist Flanders. Der gesamte Simpsons-Cast ist hier, glaube ich, drin, oder? Ja, der gesamte Simpsons-Cast. Ich glaube wirklich. Okay, das ist wahrscheinlich, genau, das ist der Assi. Aber da ist noch sowas Grünes im Glas. Ja, 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 da bin ich dabei. Ramsi, danke schön. Hat gar nicht so bruch gemacht, wie ich dachte. Trotzdem danke. Solange Wissenschaftler im Raum sind, sollte ich nichts Wichtiges anfassen. Voll Crusader war das gerade. Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. Trotzdem danke an euch alle. Solange Wissenschaftler im Raum ist, sollte sie nichts anfassen. Ja. Ist auch besser so als Frau. Die Wissenschaftler sind auch sehr gefährlich, wenn es um sowas geht. Die beißen. So, dann kann man sich hier noch die Analyseapparatur erinnert anschauen. Mich an jetzt kommt Ramsis Grabstein. Keine schöne Erinnerung. Schön. Solange Wissenschaftler im Raum sind, sollte ich nichts Wichtiges anfassen. Also, musst du die Marmelade dann mit Brechmittel oder irgendwie sowas vermischen oder sowas, damit die Wissenschaftler abhauen? Danke, Ramsi. Nochmals. Okay, hier kann ich jetzt nichts weitermachen, aber wir waren ja noch... Wir müssen ja noch wieder zurück in den ersten Bildschirm. Ach, schade. Ich kann den... wie heißen die Dinger? Feuerlöscher. Feuerlöscher nicht nehmen und ein Schaumbad machen. Ein Schaumbad. Aber da kann ich auch reingehen. Ramsi, und nochmals danke. Hey, das sieht so aus, als würden die Grabsteine hier da oben gegen eine unsichtbare Wand knallen, oder? Komisch, komisch. Aber cool. Dankeschön. So, und hier machen wir jetzt Marmelade aus Eiern, aus Milch. Mayonnaise. Aus Honig oder Honig. So. Honig. Ich meine... Honig, tatsächlich. Akazienhonig. Süße mit einem milden Aroma. Ich weiß das. In meinem früheren Leben war ich eine Honigbiene. Ist Honig nicht so ein bisschen wie Marmelade? Würde er sich damit zufrieden geben? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Na gut, hier ist nichts. Schau mal, ob du das mit dem Brot kombinieren kannst. Ah. Nein. Weißbrot. Weißbrot? Akazienhonig. 100 Watt. 100 Watt Akazienhonig. Hi, Werderhock. Hallo, wie geht's? Aus dem Nightclub Lady. Ein paar sind noch drin. Gut. Ein Topf. Ein großer Topf. Groß. Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Also lasse ich ihn hier. Schütt den Honig rein, aus irgendeinem Grund. Ja, ich glaube, das... Oh, nee. Machen wir 100 Watt Honig. Aber kann ich die Eier hier nicht... Doch, tatsächlich. Untersuchen. Bislang war ich immer der Meinung, man könnte Eier nicht ansehen, ob sie bereits schlecht sind oder nicht. Ich habe meine Meinung soeben geändert. Okay, und das Waschbecken. Ein Wasserhahn. Ja? Ein Wasserhahn. Ich will mir jetzt nicht die Hände waschen. Das ist das perfekte Gegenstück zum Land Squid. Man sollte sich doch immer die Hände waschen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Der Landtintenfisch und der Wasserhahn. Ha. Perfekt. Perfekt. Na gut. Mir geht's gut. Werderhock, danke schön. Dir auch. Mir geht's auch gut, ja. Ich bin ein bisschen erledigt und müde, deswegen sitze ich heute auch nicht vor der Kamera. Der Dienstplan. Ein Dienstplan von vor 3 Monaten. Die Merlin hat sich extra aus dem Bett wieder nochmal rausgequält nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag, um nochmal hier dabei zu sein. Tatsächlich Honig in den Topf. Rein damit. Rein damit. Und jetzt das Brot. Nein. Wir müssen jetzt echt Marmelade kochen.
Was? Die Kreation ist noch nicht fertig. Es fehlt noch das gewisse Etwas. Was genau machen wir da? Ach so, wir müssen schon. Wir machen jetzt aus Honigmarmelade. Ha. Oder wir kippen wirklich einfach nur Abführmittel rein. Ah, ja, vielleicht. Na gut, aber anscheinend kann man hier jetzt nichts weitermachen. Nee. Gehen wir wieder raus. Wir müssen eh noch mit diesem einen Soldaten da reden. Okay. Tada. Aber der schläft. Aber wir können seine Limo klauen. Da ist auch eine Lampe. 25 Watt. Tja, wenn man wenig in der Birne hat, kann man auch keine helle Leuchte sein. Und jetzt nehmen wir die und tauschen sie gegen die 100 Watt Birne. Und wenn wir dann das Licht anmachen, dann ist der so geblendet, dass er sofort, dann explodiert sein Kopf. Und wir können seine Limo klauen. Und mit der Limo und dem Honig machen wir natürlich Marmelade. Oder so. Ja, tatsächlich. 100 Watt. Und jetzt Licht an. Oh. Nein, oh. Dammit. Oder klauen wir erst seine Chips? Also ich meine, bevor wir das Licht anmachen. Hm? Nein, jetzt. Oh. Jetzt mach doch mal. Also wirklich. So. Aber da ist der Lichtschalter. Wenn ich die Lampe anschalte, könnte der nette Kollege da aufwachen. Ich sollte mich besser vor ihm in Acht nehmen. Aha. Was hat der vor? Okay. Oh, welcher Schwachkopf hat das Licht angemacht? Wenn ich den erwische, werde ich wohl nochmal 15 Jahre in den Knast wandern. Naja, er wird sich bestimmt gleich wieder beruhigen. Zumindest hoffe ich das. Okay. Inwiefern ist das hilfreich? Ja, das frage ich mich auch. Aber wahrscheinlich, weil er jetzt weg ist, da, oder? Okay. Er schläft jetzt in einer anderen Position. Naja. Ich durchsuche mal seine Tasche. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Mit den Medikamenten des Soldaten. Wenn ich an seine Beschreibung der Wirkung von Rizinusöl denke, wird mir jetzt noch schlecht. Wir machen tatsächlich Abführmittel. So, das Fläschchen Rizinusöl habe ich. Seine Schmuddelhefte und die dreckige Unterwäsche werde ich ihm gnädigerweise dalassen. Scheint eine strategische Karte der Tunguska-Region zu sein. Die Pfeile sehen aus wie Truppenbewegungen, kann mich aber auch irren. Aber die Pfeile da, das ist eine komische Karte, oder? Die ist nicht sehr präzise. Ich weiß nicht, in Videospielen werden zumindest so Truppenbewegungskarten wirklich immer so dargestellt. Auch wenn es komisch aussieht. Ist irgendwas. Könnten früher mal Früchte gewesen sein. Nehmen wir mit. Und die Orangensaftflasche. Eine angebrochene Flasche Orangensaft. Tatsächlich. Nehmen wir alles mit. Warum mussten wir ihn jetzt wecken? Hat sich irgendwas verändert? Vielleicht könnte man vorher nicht zu dem Rucksack, zu der Tasche. Vielleicht, ich habe nicht gesehen. Nimm mal ein Maschinengewehr und erschieß den. Schauen wir mal. Weil warum nicht? Zwei Maschinengewehre. Nimm gleich zwei und erschieß ihn. Ist auch gut. Die sind durch Schnappschlösser gesichert. Ah, Schnappschloss-Schildkröten. Wäre keine gute Idee, mich mit einer ganzen Armee anzulegen. Ach, was, das schaffst du schon. Du bist die Protagonistin, sie weiß es nur nicht. Sie weiß nicht, dass sie Plot-Armor hat. Die Landschaft sieht immer gleich trostlos aus. Schwer zu sagen, wo wir uns derzeit befinden. Na gut, dann machen wir jetzt mal Abführmittel. Ja! Ich finde das viel zu faszinierend mit den Emojis auf dem Bildschirm. Vielleicht müssen wir den Orangensaft erst... Nee. Schütt mal den in den Topf, vielleicht. In den Topf? In den Topf. Ach, tatsächlich. Das wird bestimmt lecker. Honig und Orangensaft. Warum? Aber ist ja egal. Was ist das jetzt noch? Das sind Trockenfrüchte. Aha. Okay, wir machen wirklich Marmelade. Besser wird's wohl nicht mehr. Gut. Ich finde, also die Limo ist ein bisschen komisch, aber Honig und Trockenfrüchte geht ja sogar. Wie eine Flasche leer. Mein Gott, das ist so ein schlechter... Low Battery. Aha. Mal schauen, wie lange es noch hält. Aber wahrscheinlich müssen wir das hier... Nee, doch nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir das in die Flasche umfüllen.
damit wir die dann irgendjemand zu trinken geben. Aber die kommt wohl einfach damit rein. Na gut. Das wird mit Sicherheit ein durchschlagender Erfolg werden. Na dann. Müssen wir die vielleicht mit Streichhölzern? Nee. Okay. Na gut, dann... Wenn ich das richtig sehe, könnte die Pampe jetzt eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Marmelade aufweisen. Wie bitte? Wie bitte? Sie hat Honig, Orangensaft, Trockenfrüchte und Abführmittel da reingemacht. Wie sieht das aus wie Marmelade? Ich glaube, wenn man Honig und Trockenfrüchte kocht, ich brauche ihn nicht. Könnte ich mir das vorstellen. Vielleicht. Füll das in die Orangenflasche vielleicht. Ach so, ja, stimmt. Ja, genau. Gleich aufs Brot. Ich tunk jetzt einfach das Brot da in den Topf. Mir fällt gerade auf, dass ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen habe. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was davon abbeiße. Ekelhaft. Na gut. Sieht eher aus wie Tomatensoße auf Brot, finde ich. Er sieht auf jeden Fall komisch aus. Aber ich glaube, damit kommen wir in dem anderen Raum weiter. Wahrscheinlich. Sind wir eigentlich schon mal nach unten gegangen auf dem Bildschirm? Da geht's nicht weiter. Ah, da geht's nicht weiter. Okay, dann ist also, gut. Also, ich glaube, wir haben ja alles... Ja, genau, wir haben ja alles angeschaut. Dann gehen wir mal hier weiter. Feierabend ist immer gut. Vollen Christian, Pferdehack. Na gut, dann geben wir ihm mal sein Brot. Genau. Aber dann läuft ja nur er weg. Sein Assistent ist dann immer noch da, oder? Ja, aber vielleicht läuft sein Was Assistent Was haben die da eigentlich für grüne Pupi-Haufen in den Gläsern? Ich erkenne nicht, was das sein soll. Naja. Sieht oder wirklich aus wie so kleine, wie so Anime-Pupi-Haufen in grün. Normalerweise sind die lila. Der arme Mann. Ich Ob hätte er das da überlebt. Was für Sie. Vielleicht bessert das Ihre Laune ja etwas. Das ist für mich? Ja, klar. Sie mögen doch Marmeladenbrot, oder? Ist selbst gemacht. Nur für Sie. Ich... Vielen, vielen Dank. Köstlich. Aber ich habe das Brot wohl zu gierig runtergeschlungen. Mein Magen fühlt sich jedenfalls etwas seltsam an. Aber trotzdem vielen Dank. Lecker war es schon. Na, da bin ich ja beruhigt, dass es Ihnen schmeckt. Und Ihre Laune jetzt hoffentlich auch wieder etwas besser ist. Ja, Sie haben was gut bei mir. Wenn ich mich mal revanchieren kann. Ich komme drauf zurück. Vielleicht früher, als Sie es sich vorstellen können. Jederzeit gerne. Vielleicht nicht heute und vielleicht nicht morgen. Aber irgendwann. Aber kann man jetzt normal mit ihm reden? Ja, es ist komisch, ne? Na, sind Laune und Konzentrationsfähigkeit wiederhergestellt? Ja, mir geht's schon viel besser. Ich weiß, diese Sucht nach Marmeladenbrot spricht nicht gerade für einen seriösen Wissenschaftler. Ist nun mal so eine Macke von mir. Ab und zu brauche ich das einfach. Ist ja okay. Wir haben schließlich alle unsere Schwächen. Auch wenn nicht alle dermaßen einander Waffel haben. Findet ihr jetzt wirklich, dass Marmeladenbrot mögen so seltsam ist? Ha, wer weiß. Na gut, aber man kann zumindest mit ihm über rote und lila Flüssigkeit reden. Was genau machen Sie hier Warum eigentlich? Nicht? Wir untersuchen die regenerativen Fähigkeiten einiger Pflanzen. Klingt ja interessant. Wie funktioniert das? Die Untersuchung? Ja. Puh, also bis ich Ihnen das erklärt habe, sind wir beide alt und grau. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich halte Sie nicht für blöd, aber so mal eben in 5 Minuten kann man das nicht erklären. Schon okay. Wahrscheinlich haben Sie recht. Stört es Sie sehr, wenn ich Ihnen ein bisschen bei der Arbeit zusehe? Ich finde das alles sehr faszinierend. Verspreche auch nicht zu viele blöde Fragen zu stellen und Sie nicht zu stören. Na gut, aber nichts anfassen. Und wenn Sie Fragen haben sollten, Alexei wird Ihnen sicherlich gerne einiges erklären. Das ist nett. Vielen Dank. Okay. Aber wir können direkt mal nach unserem Vater fragen. Ach, ist das unser Vater? Ich dachte jetzt, das ist er. Aber du hast recht, die Kleidung ist anders. Oder halt andere Wissenschaftler. Ja. Sind Sie die einzigen Wissenschaftler im Zug? Nein, soweit ich weiß nicht. Sind wohl so einige an Bord, aber die Abteile sind voneinander getrennt und die Übergänge werden von Soldaten bewacht. Eigentlich schade. Wäre bestimmt interessant, die Forschungsergebnisse untereinander auszutauschen. Naja, wir werden ja hoffentlich später noch genug Zeit dafür haben. Sie haben also keine Ahnung, welche Kollegen sich noch im Zug befinden? Nein, eine genaue Auflistung der Wissenschaftler und wissenschaftlichen Mitarbeiter hat nur Professor Sidorke. An diese Liste muss ich unbedingt rankommen. Dann weiß ich hoffentlich auch, ob sich mein Vater wirklich an Bord befindet und wo genau ich ihn finden kann. Bling! Okay. Nee, Wetterhock wird's nicht geben. Eventuell, wenn sich's lohnt, mache ich vielleicht am Donnerstag ein Übersichtsvideo, aber einen Stream mache ich nicht morgen dazu. Wer ist denn dieser Sidorkin?
Professor Sidorkin. Er ist mein direkter Vorgesetzter. Der wissenschaftliche Leiter für das Biologenteam. Sie kennen ihn nicht? Eine absolute Kapazität auf seinem Gebiet. Einen größeren Wissenschaftler im Bereich Molekularbiologie gibt es derzeit wohl kaum. Oh, das muss wohl irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ob ich mich mal mit dem unterhalten kann? Er ist gleich im Nebenabteil. Ich an Ihrer Stelle würde ihn jetzt aber besser nicht stören. Er steht ziemlich unter Stress und ist sehr gereizt. Und wenn ich sage sehr gereizt, dann meine ich deutlich gereizter als ich, wenn ich 2 Wochen ohne Marmeladenbrot auskommen muss. Na, dann kann ich mir das ja ungefähr vorstellen. Ich werde vorsichtig sein. Warum ist er denn so gereizt? Es gibt da ein paar Probleme, aber darüber darf ich nicht sagen. Hi Cluedo und Co., wie geht's euch? Ich muss jetzt auch wieder. Willkommen. Sie entschuldigen mich bitte. Na gut. Wenn ich verspreche, nicht im Weg zu stehen und nicht allzu viele blöde Fragen zu stellen, kann ich mich dann noch etwas umsehen? Klar, aber nichts anfassen. Oh, ah, mir geht's nicht so gut. Aha. Scheinbar habe ich das Marmeladenbrot etwas zu hastig runtergeschluckt. Das Marmeladenbrot wirkt. Mach bitte hier weiter und sag Sidorkin Bescheid, sobald du ein entsprechendes Ergebnis hast. Ich werde das mal wohin gehen. Und zwar schnell. The Cluedo! Danke fürs Abonnieren! So, den sind wir los. Aber was jetzt mit seinem Assistenten? Oder stört uns denn nicht? Können wir jetzt seine Pflanzen vom Tisch klauen? Seine grünen Pupihaufen da? Vielleicht. Weißbrot. Aber da war doch noch was, oder? Das da. Oder nicht? Oder der Computer. Irgendwo. Ah ja. Nee. Mach mal nochmal die Lupen an. Nee, dann habe ich mich vertan. Okay. Schade. Der wissenschaftliche Assi. Hat sie gesagt.